Hallöchen, meine Lieben. Servusles, seid ganz herzlich gegrüßt. Wir schauen mal, welchen Rat es gibt oder welche Energien fließen für Berufliches und Berufung. Was steht uns da an Energien für den Juli zur Verfügung? So, das ist zu viel, das war ein ganzer Pulk, aber hier haben wir angefangen. Eins, zwei, drei. Nachdem wir da ja gerne vorwärts kommen wollen und es immer schon aufwärts gehen soll, lege ich uns da einen Pfeil. So ein bisschen. So. So. Die will auch noch. Warte mal, ich nehme das weiter rüber. Also, zum einen soll es aufwärts gehen. Zum anderen soll es einen Pfeil geben. Zwei Karten bitte noch. Na, da machen wir noch drei Karten. Die Energien passen, wann immer du hier auf dieses Video stößt. Denn dann ist es für dich gerade die einströmende Energie, die dir jetzt gerade in deinem Entwicklungsweg zusteht, zufällt. Also es gibt keine Zufälle. So, also das Mutschatarot starten wir. Wir starten mit der Energie der drei Stäbe. Das heißt, zum einen, so wie er hier am Meer steht, er hat den ganzen Horizont vor sich. Er hat wirklich einen weiten Horizont, der ja beinhaltet, dass er überall am anderen Ufer, was weiß ich, immer in 100 Meter Abständen frisch anlegen kann, weil da wieder ein Dorf ist. Das heißt, du hast unendlich viele Möglichkeiten vor dir liegen. Und du hast für dich eben auch dieses Empfinden, dass du tatsächlich die ganze Welt offen stehen hast. Du bist ja also nicht in einem eingeschränkten Denken, dass du meinst, ja, aber ich habe doch nur das und das gelernt. Ich kann doch jetzt nicht einfach die Branche wechseln. Doch, du kannst und du bist dir dessen bewusst. Du bist dir bewusst, dass es gerade jetzt sehr leicht ist, in jede Branche zu wechseln, in jedes andere Berufsfeld zu wechseln, weil ja überall super Personalnot besteht. Und man dann einfach auch gewillt ist, dich firmenintern, abteilungsintern anzulernen oder auf die passenden Schulungen zu schicken. Also du stehst hier und bist dir darüber bewusst, dass du alle Möglichkeiten hast, dass die Entscheidung wirklich bei dir liegt. Wofür entscheidest du dich? Was willst du in Zukunft machen? Was könnte dich beruflich erfüllen? Also wirklich innerlich zutiefst zufrieden machen, so dass du abends super gummigut, glücklich und gut gelaunt nach Hause gehst und dich morgens auch schon wieder auf die Arbeit freust. Was ist das, was dein Herz höher hüpfen lässt in der Arbeit oder in der Berufung? Berufung ist einfach das, wozu du in deinem tiefsten inneren Herzen aus deiner Seele heraus berufen bist. Also wo zieht es dich hin? Was ist deine Sehnsucht? Was möchtest du arbeiten von morgens bis abends? Womit möchtest du dein Geld verdienen? Wo kannst du dir vorstellen, dass du darin wirklich komplett ganz aufgehst? Ist es vielleicht sogar ein Kindheitswunsch, der noch immer in dir leise vor sich hin brennt und sich immer mal wieder meldet.
zwischendurch für einen Augenblick. Du schaust dir hier also die unendlichen Möglichkeiten an, die vor dir liegen, und gehst da tief in dich, um herauszufinden, was dein Ding sein wird. Und hier kommen die 10 Münzen. Das heißt, wenn du dich hier tatsächlich für das entscheidest, was du dir vorstellen kannst, dass es dich glücklich und zufrieden macht, dass es dich innerlich erfüllt, dass es wirklich eine Arbeit ist, die dich nährt und trägt, wo du wirklich auch voll in deine Schaffenskraft kommst, weil du so viel Spaß und Freude an der Arbeit hast, dann winkt dir die Fülle. Einmal natürlich eben diese innere Fülle, dass du dich erfüllt fühlst, dass du absolut zufrieden bist, dass du Freude hast an deinem Tun, dass du wirklich auch Spaß empfindest auf der Arbeit, dass du es so gerne machst, dass du dich da auch von dir aus wirklich gerne reinkniest und mit Feuereifer und Leidenschaft und mit deinem ganzen Herzen dabei bist und aktiv bist. Aber es kommt dann auch die materielle Fülle mit den 10 Münzen in dein Leben. Das heißt, hier werden dann ganz anders auch Gelder fließen. Du wirst mehr verdienen können, du wirst mehr einnehmen können. Es gibt vielleicht Zusatzgravitationen oder wie auch immer das heißt. Du weißt, was ich meine, ja? Dass es für besondere Leistungen oder Umsatzbeteiligungen oder was auch immer noch Zusatzzahlungen gibt von der Firma. Hier kann also Fülle in dein Leben kommen, wenn du wirklich in den Bereich gehst, wo dein Herz dafür schlägt. Der Eremit rät dir, geh hier nochmal in den Rückzug, in die Stille und fühle dann in dich hinein. Also selbst wenn du im Moment sagst, boah, du weißt gar nicht wirklich, wofür dein Herz so brennen könnte, weil du vielleicht auch einfach kein passendes Hobby hast, wo du die Erfahrung schon gemacht hast, dann zieh dich zurück in die Ruhe, in die Stille und fühle in dich. Und lass mit der Frage, was könnte das Tun sein, was könnte das Wirken sein, was könnte der Beruf, die Berufung sein? Lass dann die Bilder in dir aufsteigen. Du wirst es gezeigt bekommen. Ah, und jetzt kriege ich gerade noch rein, wenn du dann soweit bist, dass du den Beruf wechselst, die Branche wechselst, die Abteilung wechselst, von Angestellt auf Selbstständigkeit wechselst, dann sollst du dir da auch eine Zeit der Ruhe und der Stille gönnen. Also bau dir da gerne, wenn es geht, 2 Wochen Puffer ein, wo du sozusagen Urlaub machst. Wir haben ja zum Glück unser soziales Netz mit dem Arbeitslosengeld. Dann kannst du das sicherlich überbrücken. Vielleicht hast du auch was auf der hohen Kante, wo du das überbrücken kannst. Denn es folgt dann die Zeit der 8 Kelche. Ja, du brichst dann auf. Du verlässt dein altes Berufsfeld und gehst dem Neuen entgegen, mutig, voller Zuversicht. Und du bist dir innerlich sicher. Wenn ihr euch diese Karte mal anguckt, sie hat einen sicheren Gang und Stand und schreitet voran, voller Zuversicht und Mut. Und in dieses Handeln kommst du dann, du machst die ersten Schritte raus aus dem alten Job hin zum neuen.
Ah, okay. Machen wir. Genau. Dein Herz ist es wieder geil. Also ich habe gerade den Impuls reinbekommen. Das ist der Rat der geistigen Welt und das ist dein Herz. Dein Herz ist im Moment noch ein bisschen sorgenvoll. Ob das alles gut geht, ob das wirklich richtig ist, wenn du jetzt wechselst. Dein Herz ist da noch ein bisschen bekümmert und beschwert. Und hier mit den 7 Münzen ist die Aussage oder die Botschaft ganz klar. Lege die ersten Samen. Und dann tue du alles dafür, so wie der Bauer auch, der seine Pflanzen hegt und pflegt mit allem, was nötig ist. Und dann sieh dem Wachstum und dem Gedeihen des Prozesses zu, damit du später eine erfolgreiche, gute Ernte haben kannst. Also hier ist natürlich der Rat, komm raus aus der Bedrücktheit deines Herzens, aus der Bekümmertheit, sorge dich nicht, fange an zu handeln, lege die ersten Samen. Heißt zum Beispiel dann eben auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, werde dir in der Ruhe und in der Stille erstmal darüber bewusst, was könnte es sein? Vielleicht möchtest du in einer Bibliothek zum Arbeiten anfangen. Vielleicht möchtest du im sozialen Bereich tätig werden, zum Beispiel in der Sterbebegleitung. Vielleicht möchtest du in einem Altenheim anfangen, ich sage jetzt mal so als Gesellschaftsdame für die alten Herrschaften. Das heißt natürlich vom Berufsbild anders, aber du weißt schon, was ich meine. Dann bist du wirklich für die alten Herrschaften nur da, um ihnen Gesellschaft zu leisten, um mit ihnen zu reden, um mal eine Runde durch die Parkanlage des Hauses zu gehen, um vielleicht mal eine Runde Kanaster zu spielen oder Mensch, ärgere dich nicht. Solche Geschichten. Der Rat der geistigen Welt. Ja, wundervoll, der König der Münzen. Sei dir deiner vollständigen Kraft, Macht und Energie bewusst. Werde dir bewusst, wie wertvoll du bist, was du alles schon erreicht hast. Klar, früher in der Realität ist man in diese Blutlinie hineingeboren worden vom Prinzen und ist dann König geworden. Wir sehen das jetzt mal anders. Du könntest dir das erarbeiten. Dann warst du erst ein Bauernsohn, dann bist du zum Pagen eines Ritters geworden, dann bist du zum Ritter geworden und dann hat man dich zum König gekürt. Einfach weil du Hervorragendes geleistet hast, weil du eine ganz tolle Art hast, die Dinge zu erledigen, damit sie dann auch erfolgreich werden, weil du genau weißt, wann du was, wo, wie machen musst, damit es fruchtet, damit es wächst und gedeiht, damit es sich gut entwickelt. Du bist wertvoll und du kannst unglaublich viel, dass du dieser König geworden bist. Sei dir darüber bewusst. Sei dir deiner Fähigkeiten bewusst. Lasse Revue passieren in deinem Leben, was du alles schon erreicht hast, welchen Schulabschluss du schon geschaffen hast, den Führerschein, den du geschaffen hast, wie du bei Freunden schon geholfen hast, einen üblen Streit in der Beziehung zu kitten, wie du schon bei Umzügen geholfen hast, weil du es auch organisatorisch gut drauf hast, weil du anpacken kannst. Und so weiter und so fort. Also geh da auch nicht nur in die beruflichen Felder, was du da schon gemacht hast an Ausbildung, an Fortbildung, sondern werde dir insgesamt bewusst, welche Fähigkeiten du hast. Vielleicht fällt dir auch wieder ein, dass du früher unglaublich gut zeichnen und malen konntest
Und irgendwann in der Pubertät hast du das leider Gottes aufgehört. Dann fang es jetzt wieder an. Das ist eine deiner Fähigkeiten, die dir zum Beruf werden kann. Vielleicht konntest du als Kind Supergummi gut auf Bäumen rumklettern. Auch das könnte eine nutzbare Fähigkeit sein, zum Beispiel als Landschaftspfleger bei den Förstern. Denn da geht man durchaus mit Sicherung hoch in die Baumkronen, um sie zu schneiden. Sei dir deiner Fähigkeiten bewusst und zähle auf deine Fähigkeiten. Schreibe sie gerne auch alle mal auf ein Blatt Papier. Das ist der Rat der geistigen Welt. Werde dir bewusst, welche Möglichkeiten und Potenziale da in dir stecken. Und dass du mit der Macht deines absoluten, festen Willens und deiner unumstößlichen Herzenskraft, dass du dieses und jenes wirklich erreichen willst, aus deinem tiefsten Herzen heraus, wirklich auch alles in dein Leben ziehen kannst und schaffen kannst, manifestieren kannst, um deine Ziele zu erreichen. Das ist der Rat der geistigen Welt. Und es fließt noch als geistiger Rat mit dazu. Male dir deine berufliche Zukunft in den schönsten Visionen aus. Keine Illusionen. Also in Deutschland kannst du zum Beispiel nicht Arzt werden ohne das passende Studium. In Indien kannst du vielleicht als Arzt tätig sein, wenn du einfach das medizinische Wissen nachweisen kannst. Ganz egal, wie du es dir erworben hast. Also mache dir natürlich keine Illusionen, wenn du hundertprozentig über Wissen, das du dir nachgelesen, angelesen hast, wo also wirklich Fakten dahinter stehen, dass du dir da keine Illusionen machst, ich möchte beruflich das und das machen, obwohl das in Deutschland so nicht geht. Aber im Rahmen der Möglichkeiten, die du hier hast, oder in der Österreich, in der Schweiz, je nachdem, wo du gerade sitzt, vielleicht lebst du ja auch irgendwo sowieso in einem anderen Land und bist auf meinen Kanal gestoßen, weil du gebürtige Deutsche bist. Vielleicht lebst du ja gerade in Spanien. Also innerhalb der Möglichkeiten, die dieses Land dir bietet, wo du dich jetzt gerade aufhältst, da baue dir die schönsten Visionen, wie du dir dein zukünftiges Berufsleben vorstellst. Denn mit diesen bildlichen Visionen und den passenden Gefühlen dazu manifestierst du dir das tatsächlich in dein Leben, dass es Realität wird. Also, gehe in deine volle Visionskraft mit deinen dazugehörigen Gefühlen, wie du dich dann fühlen wirst, wenn du deine Ziele erreicht hast. Aber achte darauf, dass da keine Illusion dabei ist. Und dann kommen wir zu den fünf Kelchen. Das heißt, wenn du deinen Weg dann gehst, lerne immer die vollen Kelche zu sehen. Es wird nicht immer alles hundertprozentig glatt laufen. Es wird mal irgendwelche kleineren Rückschläge geben. Es wird mal irgendetwas dazwischen kommen, wo sich ein Prozess dann verzögert und hinauszieht und länger dauert, als du dachtest. Es wird zu Situationen kommen, wo es so nicht ganz realisierbar ist, wie du dir das vorgestellt hast, wo du auch noch mal einen Umweg gehen musst. Lege da den Fokus nicht auf die umgeworfenen Kelche, wo die Flüssigkeit ausgelaufen ist. Also beiß dich nicht fest.
Bleibe nicht zu lange gedanklich hängen an den Dingen, die nicht auf Anhieb gut laufen, sondern behalte die zwei gefüllten Kelche im Auge. Das heißt, achte immer darauf, was läuft denn trotzdem? Was funktioniert ja trotzdem? Oder eben der Gedankengang, ich komme ja trotzdem weiter, ich kann ja weiter an meinem Projekt arbeiten, es dauert halt nur länger. Also da eine gelassene Einstellung gewinnen, ja, auch nicht, oh mein Gott, wie scheiße ist denn das jetzt, dass das nicht klappt, sondern, ah ja, zum Glück ergibt sich da ja eine neue Situation. Gut, das ist ein Umweg, das ist ein bisschen komplizierter und schwieriger, aber es ist ein Weg, ich kann ihn gehen. Dann nehme ich eben diesen Weg, auch wenn das dann ein bisschen umfangreicher wird vom Arbeitspensum her. Er wird mich trotzdem ans Ziel führen, dass du in diese Haltung gehst. Halte dich nicht mit Herausforderungen auf, sondern beachte, dass es andere Möglichkeiten und Wege gibt, auch wenn sie vielleicht umständlicher sind, dass es ja trotzdem weiter vorangeht und zielführend sein wird. Ja, dann gucken wir mal, welche Rune unterstützt denn diesen Weg deines Berufes und deiner Berufung? Also hier liegt auf jeden Fall im Blatt, dass du das Alte hinter dir lassen wirst und etwas Neues anfangen wirst. Wundervoll! Besser kann es nicht sein. So wie Lo schenkt dir die Energien des Glücks, des Erfolges, des Optimismus, des Expandierens, Ausdehnens, also auch des weiteren Vorankommens. Super, ganz hervorragend. Ein Krafttier. Da ist es. Der Habicht. Lebensenergie. Der Habicht unterstützt dich mit purer Lebensenergie. Ruf ihn dir also gerne, verbinde dich mit ihm und bitte ihn auch darum, dass er dich mit der vollen Lebensenergie unterstützen möge. Betrachte die Situation aus übergeordneter Sicht. Viele Möglichkeiten eröffnen sich dir, zögere nicht, handle. Da sind wir natürlich wieder hier beim Beginn der Legung auch. Da haben wir nochmal die Bestätigung. So kannst du gut einen Screenshot machen. Betrachte die Dinge von oben wie ein Habicht, damit du einen Überblick bekommst, einen Weitblick. Das haben wir ja bei dem Mann, der am Ufer steht, auch, dass er ein weites Blickfeld auf den Horizont hat. Denn dann siehst du die Menge an Möglichkeiten. Du siehst alle Wege, die zum Beispiel in diesem Tal verlaufen. Oder du siehst alle Zuwege und Abwege zu diesem Tal, von diesem Tal weg. Du siehst einfach Dinge, die du auf Bodenhöhe niemals sehen würdest. Und dann zögere nicht, handle. Mach dein Ding. Jetzt. Es ist die beste Zeit dafür. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fühlt euch umarmt und gedrückt, ihr Süßen. Seid gesegnet. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Pfiat euch. Servus. Ciao, ciao.